Guten Morgen. Ich möchte mit euch heute über das Lachen reden. Über etwas, was die Kinder 400 Mal am Tag machen und die Erwachsenen leider nur noch im Durchschnitt 15 Mal am Tag. Einfach lachen. Und was sind denn die Vorteile vom Lachen? Um erstmal mit euch eine Basis zu generieren dafür, dass ihr wisst, warum das Lachen so gesund ist. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Beim Lachen wird die Sauerstoffversorgung im Hirn angeregt. Ihr könnt einfach mal von dem Gegenteil, ja, das Gegenteil für euch überlegen, ob das gut ist, wenn die Sauerstoffversorgung im Hirn abnimmt. Und dann muss ich gar nicht groß weiter erzählen, warum das gut ist, wenn der Sauerstoff im Hirn sozusagen angeregt wird. Dazu werden Glückshormone freigesetzt. Das ist offensichtlich, dass durch das Lachen, rein durch das organische Lachen, also nicht irgendwie, weil man wirklich Freude hat, sondern einfach nur, wenn man lacht. Wenn man einfach nur lacht, werden Glückshormone freigesetzt. Weil das ist genauso ein neurologisches Netz wie so viele in unserem Körper. Ich habe das schon mal erklärt in meinem Video. Neurologische Netze findet ihr oben in den Infokarten. Es ist, wenn man gewisse Reize setzt, und so ein Lachen ist ein Reiz, den der Körper dann wahrnimmt, werden gewisse Hormone einfach ausgeschüttet. Es kommt zu gewissen Mechanismen, die der Körper einfach gewohnt ist. Und ja, und wenn wir einfach anfangen zu lachen, dann werden Glückshormone freigesetzt. Das ist so simpel. Wenn jemand fragt, bah, wie kann ich denn glücklich werden? Ja, dann fang an zu lachen. Es ist so einfach. Dann, wenn man viel lacht, dann werden weniger Stresshormone ausgeschüttet. Und das bedeutet, gerade kurz vorm Schlafen, man kann besser schlafen, wenn man vorher noch ausgiebig gelacht hat. Ja, die Verdauung wird angeregt. Es für mich überhaupt nicht nachvollziehbar in erster Instanz. Und als ich mich dann so ein bisschen das Thema eingelesen habe, ja, macht es dann auch Sinn. Das Zwerchfell wird aktiviert und das wirkt dann als Stimulierung auf den Magen-Darm-Trakt und dadurch wird die Verdauung stimuliert. Und eine gute Verdauung dafür, zumindest die, die hier auf diesem Kanal sind, wegen der Ernährung, ja, da tun wir vieles, um unsere Verdauung anzuregen. Präbiotika, Probiotika, Ballaststoffe und so weiter. Wir müssen nur lachen. Wir müssen nur lachen, um unsere Verdauung anzuregen. Und wir stärken mit dem Lachen auch unsere Immunabwehr. Das heißt, wenn Krankheitserreger auf uns einprasseln, ja, was können wir dagegen tun? Wir könnten Antibiotika nehmen. Wir können aber auch einfach lachen. So einfach ist es natürlich nicht, aber es stärkt die Immunabwehr. Das ist erwiesen und von daher, ja, warum dann einfach nicht lachen? Und das letzte, ein bisschen, ja, auch nicht ganz so offensichtliche, was beim Lachen auch ein positiver Effekt ist, ist, dass alte Gedankenmuster aufgelöst werden. Das heißt, wenn wir, erinnert euch vielleicht an mein Video anders agieren, das findet ihr oben auch in den Infokarten. Wenn man einfach mal was anders macht, wenn man einfach mal lacht, ohne dass es jetzt einen Grund gibt zu lachen, also einen Grund im Sinne von einem Witz oder etwas Witziges oder eine Komödie, die man gerade sieht oder was auch immer, dass man über sich selbst lacht, dass man einfach nur lacht, das ist etwas anderes. Und wenn wir anders agieren, dann schaffen wir neue Gedankenmuster, neue neurologische Netze mit verknüpften neuen Mechanismen im Körper, was wiederum Altes verdrängt und dabei auch alte Kreisläufe. Und viele von uns möchten sich alten Kreisläufen entledigen und von daher einfach anfangen zu lachen. Und an der Stelle auch sozusagen für euch mein Mitgefühl oder mein Verständnis dafür, dass es für die meisten Menschen sicherlich nicht einfach ist, einfach so loszulachen, dass sie keinen Grund dafür haben, dass man sich dumm dabei fühlt. Aber dann macht das im Auto, macht das in der Wohnung, macht, wo euch keiner sieht. Aber fangt damit an. Es ist so einfach, es ist so einfach. Einfach nur lachen. Und es gibt nicht den Satz, ich habe keinen Grund zum Lachen. Das ist egal. Einfach nur lachen. Der Körper kann nicht unterscheiden zwischen einem echten Lachen und einem unechten Lachen. Er kann da nicht unterscheiden. Ich verlinke euch auch das Buch, wo diese Information her ist. Das ist unten in den Infokarten. Da geht es um Sprechtraining und da geht es halt eben auch um Atmung, um Zwerchfell und so weiter. Und das ist auch beschrieben. Der Körper kann nicht unterscheiden,
Ob ich echt lache? Also echt im Sinne von, es gab jetzt irgendwo einen Reiz in der Außenwelt, der mich zum Lachen gebracht hat. Oder ob ich einfach so anfange zu lachen. Und das ist interessant. Aber dann kommt noch dazu, dass wenn man unecht lacht, und da erinnere ich mich auch an eine Lach-Yoga-Session, der ich mal beigewohnt habe, fängt man unecht an zu lachen, aber irgendwann würde es dann trotzdem zu einem echten Lachen. Warum auch immer, aber probiert es einfach aus. Einfach mal ausprobieren zu lachen, aus einem, weil man jetzt lachen will, und diese ganzen positiven Effekte mitnehmen, und dann wird vielleicht auch ein echtes Lachen draus, aber selbst wenn nicht, ist kein Problem. Und da würde ich einfach sagen, lasst uns das jetzt mal ausprobieren. Ich mache mich jetzt genauso zur Pfeile, wie ihr das wahrscheinlich für euch auch fühlt. Nur bin ich bei YouTube und ihr sind alle jetzt dabei. Und wir werden jetzt einfach mal anfangen zu lachen. Und ich bitte euch einfach jetzt, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, traut euch das, wo ihr jetzt gerade seid, einfach zu lachen. Seid ihr bereit? Okay, fangen wir an. Und das ist auch sehr künstlich. Merkt ihr, wie das zuerst fällt, an ihr mitgeht? Ich habe richtig schon Krämpfe, wie bei einem echten Lachen. Obwohl es natürlich kein echtes Lachen ist. Es ist nicht einfach, ihr merkt es schon. Es ist nicht einfach und man kommt sich blöd dabei vor. Und gerade jetzt, wenn ich weiß, 1000 Zuschauer, 2000 Zuschauer oder wie viele das Video sehen werden, sehen das jetzt auch. Aber ja, es ist halt einfach gesund. Es ist gesund und ihr könnt es alleine durchführen und ihr braucht kein komplexes Buch, was euch erklärt, wie ihr glücklich werden könnt oder so. Es ist eine Stufe, eine kleine Sache, die ihr euch merken könnt. Lacht häufiger. Kinder lachen 400 Mal am Tag. Erwachsene lachen 15 Mal am Tag. Viele Dinge, die Kinder ausstrahlen, Vitalität und so weiter. Oder dieses Entdeckergeist, Forscherdrang, eine gewisse Naivität, eine angenehme Naivität. Das ist was Gutes. Warum denn nicht von den Kindern lernen und einfach mal 400 Mal am Tag lachen? Oder einfach mal häufiger lachen. Einfach so lachen. Ne? Und ja, das möchte ich euch heute als Inspiration mitgeben. Ich hoffe, ihr lasst euch dadurch inspirieren und tut das nicht einfach ab, sondern sagt, okay, ich probiere es einfach mal, ich fange an zu lachen. Entweder habt ihr gleich schon jetzt hier versucht mitzulachen oder ihr probiert das vielleicht heute irgendwann mal in ruhigen Minute im Auto irgendwo im Wald. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Christian. Ciao.